Hallo und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale, Innocence und dem Beagle. Wir wollen... Roderick heißt er, glaube ich. Den wollen wir retten. An die Arbeit! Ihr habt den Boden ruiniert. Ach, schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Wir haben Wochen für dieses Mosaik gebraucht. Dein Mosaik interessiert uns einen Dreck. Öffne die verdammte Tür oder es ergeht dir wie deinem alten Herrn. Wisst ihr, ich werde euch töten, sobald ich mich daran erinnere, wie man diese Tür öffnet. Lass dir nicht das so viel geht Zeit. Nicht. Ich meine, irgendeine Möglichkeit müssen die mehr geben. Komm schon, Beeilung! Wir brauchen dieses Buch. Ja, aber was wollen die jetzt von mir? Bringt mir auch nichts. Auch das bringt mir nichts. Kann ich das hier machen? Ja, das kann ich machen. Scheiße, ey. Da drüben. Ups. Sag mir mal, wie wir die Ritter machen. Denn ich weiß es gerade nicht. Cool. Kumpel, kannst du mir sagen, wie wir die Ritter machen? Alter, nein! Was mache ich denn jetzt? Ich weiß es einfach nicht. Kann ich wegrennen? Kann ich? Nutzt mir aber nicht viel. Ey, Kumpel, was soll ich machen? Irgendwas muss ich machen. Ich weiß aber nicht, was. Wegschlagen? Warte mal. Ja, das würde gehen. Okay, was mache ich denn aber mit Dickerchen? Das nicht, das mache ich mit Dickerchen nicht. Amicia ist gestorben. Ja, aber was soll ich mit dem denn machen, Mensch? Gib mir doch einen Tipp. Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Ich weiß nicht so recht, was sie von mir wollen. Komm schon, Beeilung! Wir brauchen dieses Buch. Ach, ich bin so doof, ne? Keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter! Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter! Ich halte sie auf! Ich halte sie auf und sterbe dabei. Wie weit bin ich jetzt? Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Ich habe nur noch drei Steine. Ah, oh, mies.
Wer du bist, aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter! Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter! Was? Ich halte sie auf! Dass man mit Amicia aber auch dann nicht mehr wegkommt, ne? Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Oh, sowas geht mir auf den Senkel. Man hat normalerweise so gute Chancen hier in dem Spiel, aber jetzt gerade nicht. Darauf warte ich schon seit 2 Tagen. Keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter. Ich halte sie auf. Eine sehr große Hilfe. Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter. Was? Ich halte sie nee, auf. Nee. Oh, ich muss sagen, diese Szene ist gerade ein bisschen zum Kotzen, weil sie trifft ja auch irgendwie nicht. Da hat sie nichts mit zu tun. Warum treffen? Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Was war das für ein... Darauf warte ich schon. Keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter. Ich halte sie auf. Eine sehr große Hilfe. Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter. Ich halte sie auf. Oh Gott, nein. Was? Warum? Ich hab gemacht, Mann! Oh, das kotzt mich gerade an. Das kotzt mich richtig an. Ja, das ist zum 5. Mal jetzt, Kumpel. Zum 5. Mal jetzt. Keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter. Ich halte sie auf. Eine sehr große Hilfe. Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter. Ich halte sie auf. Nein, jetzt ist schon wieder vorbei. Warum? Warum? Ich verstehe das nicht. Ich kann nicht weglaufen. Dass ich aber auch sofort treffen muss. Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Das Spiel ist nicht schwer, aber diese Szenen sind schlicht und ergreifend unfair. Warte ich schon seit 2 Tagen. Ach, leck mich am Arsch. Aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Weiter. Ich halte sie auf. Eine sehr große Hilfe. Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter. Ich halte sie auf. Jetzt hat sie schon wieder nicht getroffen. Das war's. Ich will dich ja nicht drängeln, aber sie kommen. Und anscheinend ist ein Feuer ausgebrochen. Ich hab es fast. Komm schon. Ich hab die Luft weg. Sie haben Alarm geschlagen. Wir kommen hier nicht weg. Oh, ich will das nie wieder machen müssen. Ich brauch Steine. Kumpel, lauf schneller. Wie wär's? Hey, weißt du, wo wir hin müssen? Nicht nachdenken. Lauf! Eine Sackgasse und wir sind erledigt. Wir müssen uns verstecken. Nein, wir müssen sie irgendwie aufhalten. Ehrlich? Ist es denn ernst, Kumpel? Aufhalten? Wird das reichen? Es muss. Also gut. Wir sind im Keller. Schon mal ein Anfang. Mach sofort auf! Rodrik, ich brauche das Buch. Was ist an diesem verdammten Buch so besonders? Es könnte meinen kleinen Bruder retten. Bitte. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nur, dass sie meinen Vater dafür zu Tode gefoltert haben. Und ich sie dafür töten werde. Sie haben auch meine Eltern umgebracht. Vielleicht kommen wir hier gemeinsam raus. In Ordnung. Was ist mit dem Buch? Wart's nur ab. Davon gibt es hier massenweise. Oh, come on, nicht dein Ernst.
Kann ich genau das nicht mitnehmen? Jetzt kann ich das nicht mitnehmen? Okay. Ich habe keine Steine mehr. Ich habe gar keine Steine mehr. Ist das euer Ernst? Eine Werkbank wäre cool. Dann könnte ich nämlich mit dem Werkzeugdings das machen, endlich. Oh, wow. Crap. Noch eine Bibliothek. Unter der Bibliothek? Verbotene Bücher. Darum haben wir die Tür gebaut. Dann muss das Sanguinis Itinera hier sein. Ich weiß nur, dass es einen roten Einband hat. Sieh mal, da oben. Ja, Moment. Rosen, das muss es sein. Ich muss da hoch. Okay. Wieso schleichst du, Amicia? Kannst du mir helfen? Schon gut, schon gut. Interessant. Die Regale bilden einen Weg. Das ist unser Weg zum Buch. Kinderspiel. Ich weiß nicht, was passiert ist. Vielleicht habe ich mich zu früh gefreut. Ich muss das Gegengewicht bilden. Ich warte hier drüben. Sag mir, welchen Hebel ich ziehen soll. Also gut. Den da. Rodrik? Ist recht. Du hast doch gesagt, du würdest das Gegengewicht bilden. Hab ich doch. Es hat nachgegeben. Na gut. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Ja, aber ich gehe jetzt erstmal da oben hoch. So. Und ich will wissen, was dahinter ist. Also hier hinter ist. Igitt, das lasse ich lieber, wo es ist. Ja, toll. Ich bräuchte eine Werkbank, das wäre cool. Übrigens, ich heiße Amicia. Und du bist Rodrik, oder? Du weißt eine ganze Menge, Amicia. Wer hat die Tür bei euch in Auftrag gegeben? Mönche oder sowas. Oder sowas? Mein Vater hat sie konstruiert, er war der Meister. Ich war bloß der Lehrling. Aha, Mönche, die das Sanguinis Itinera bewachen. Oh, versuchen wir es mal. Jetzt! Ja. Wenn ich wegen dir sterbe, ne? Dann werde ich echt wütend. Geh drüber. Lass los. Gut, danke. Jetzt! Sofort. Gut, die Szene war zwar etwas... Oh, Es ist viel zu still. Wo sind die Soldaten hin? Ich bitte, dass ich gleich weg tot da, bin. Weg da, Amicia! Du stehst im Weg! Okay. Ja, ich hab's wieder. Nein, halt! Warte mal. Kann ich? Ich muss da runter. Ups. Ich hab die Idee. Ich muss nur gucken, ob die Idee auch geht. Komm schon, beweg dich! Hey, tu dir nicht weh. Soll ich? Nein, mein Bruder! Ich bin es ihm schuldig. Für all die Male, als ich nicht für ihn da war. Ja, aber mit einem gebrochenen Arm wirst du das Buch wohl kaum zurückbringen können. Nee, was wollen die von mir hier? Warte mal, doch. Lass mal los, Amicia. Die da. Jetzt! Ist recht. Na, wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch. So, dann müsste also das gut, bringen wir es hinter uns. Easy going. Das hätte ich auch eher haben können.
Jetzt muss er nochmal den einen Hebel machen. Also los! Sofort. Also die Rätsel sind nicht schwer. Ich find's viel schlimmer mit der Schleuder, solche Flinkensachen. Wie ich den einen da weggeholt habe. Don't know. Das war pures Glück. Oh Gott, nicht runterfallen. Hört sich gut an. So, jetzt kann ich darüber klettern. Gut so, fast geschafft. Gehen wir. Wir sind schon zu lange hier. Hab ich das Buch? Offensichtlich. Ich hab's. Ich kann's einfach nicht glauben. Glaub es lieber und beeil dich. Sie kommen jeden Augenblick zurück. Ich kenne dich, Amicia de Hoon. Wir beobachten deine Familie schon seit einiger Zeit und warten, dass die Makula im Blut deines Bruders erwacht. Man könnte sagen, ich habe dich aufwachsen sehen. Igitt. Nein, wir haben keine Chance. Kleine Närrin, was willst du denn mit dem Buch erreichen? Mein Bruder retten! Mit deinem Bruder und dem Buch kann ich die Welt retten. Das ist genug. Amicia. Schnell, hier entlang. Wachen! Ihr könnt fliehen, doch eurem Blut entkommt ihr nicht. Ihr scheint euch gut zu kennen. Er hat mein Leben zerstört. Ich weiß, wie das ist. Oh Gott, kommen die oder kann ich mich hier umgucken? Nee. Oh Gott, sie bleibt hängen. Die Musik ist so unheilschwanger. Ich blende mich mal ein. Ich würde schon gerne gucken, ob hier irgendwo Loot ist. Nee, hier ist gar nichts. Die Gier nach Loot, Leute, die Gier nach Loot. Die Gier nach einer Werkbank ist noch viel schlimmer, wenn ich ehrlich bin. Weil ich kann jetzt machen, was ich machen möchte. Und dann kann mir jede Werkbank scheißegal sein. Bereit? Das wird die Hölle. Und wie ich bereit bin. Kann ich erst eine Werkbank haben? Dann bin ich schnell aus diesen Korridoren raus. Wie recht du hast. Lass uns die anderen suchen. Wo zum Teufel sind sie? Wir haben sie ganz schön aufgescheucht. Ruhe, ich darf nicht riskieren, das Buch zu verlieren. Die Frage ist, wo... Konnten wir nur so sehr die Schwere Kontrolle... Schwere Rüstung, wir sitzen fest. Er sieht in die andere Richtung. Ich erledige ihn. Bist du sicher? Mit Vergnügen. Auf dein Zeichen. Machst du das, Rodrik? Das ist für mein Vater. Wow. Machst du das oft? Nein, aber langsam macht mir das Spaß. Oh, nein. Bitte nicht. Tut das Reich, ich gehe. Du bleibst hier. Ich sehe nach, wie sie vorankommt. Sag mir, was zum Teufel da los ist. Er ist allein. Er wird mich kommen sehen. Ich könnte ihn ablenken. Ja, das können wir in der Tat. 3 Steine habe ich immerhin. Was soll der? Der ist für dich. Du bist erledigt. Ich brauche Steine. Gut gemacht. Der steht nicht wieder auf. Glaub mir. Da liegen noch Sachen. Alkohol. Dass ich mal sagen würde, ich habe von gewissen Sachen zu viele Ressourcen, hätte ich jetzt nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Nicht im geringsten. Lukas, er sieht manchmal schlecht. Vielleicht können die hier helfen. Woher weiß sie das überhaupt? Ich hasse es, hier rumzustehen und nichts zu tun. Jeder übernimmt einen Ordner. Muss jemand hier ich nehme dir mit dem Helm. Sicher. Es ist nur eine Frage des richtigen Moments. Auf dein Zeichen. Erledige ihn. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Perfekt, ne? Ja, hab ich mir gedacht. Schön. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Ich
brauche immer noch eine Werkbank, Leute. Shit, ey, ich brauche vor allen Dingen auch Steine. Ich hätte nie erwartet, dass ich mal sage, ich brauche Steine. Ich habe sonst immer zu viele Steine als zu wenig. Seil. Wo muss ich denn hin? Da gehen wir nächste Folge durch. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Auf dass ich irgendwann mal eine Werkbank finde, damit ich das hier unten machen kann. Da bin ich nicht scharf drauf, denn dann können mir Werkbänke sowas von scheißegal sein. Ich kann sehr flink reagieren, wenn ich dann mal genug Ressourcen zusammen habe. Aber das wäre halt nett. Aber das wäre fast noch netter. Naja. Also, haut rein.